Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen und zwar zum Bonus-Content Sonntag, yay, heute kommt mal wieder ein Video und zwar habe ich mir gedacht, heute kommen die Top 5 Most Played Games, man muss dazu sagen, so aus meiner Jugend oder Kindheit so die Richtung, weil da habe ich ja noch richtig räudige Games gezockt und aktuell zocke ich ja mehr oder weniger nur noch League of Legends hier und da mal das ein oder andere Spiel, aber da kommt ja nichts bei Stunden zusammen. Wichtig hierbei sollte noch erwähnt sein, dass ich jetzt nicht damals gezählt habe, okay, hey, ich fange dieses Spiel an. Wir haben jetzt 16 Uhr, okay, ich zähle die Stunden mit. Ja, das heißt, es ist eine grobe Liste, vielleicht so ungefähr. Man kann jetzt nicht sagen, dass Platz 4 unbedingt mehr Stunden hat als Platz 5. Ja, das heißt, wir fangen auch direkt an und zwar mit Platz Nummer 5, die Gothic-Reihe. Ja, die Reihe, wohlgemerkt, es hat damals mit Gothic 1 angefangen. Und mein Herz hat einfach erblüht. Es ist das erste RPG, was ich gespielt habe. Es war einfach wirklich, wirklich schön. Du hast einen Charakter, läufst durch eine Welt, kannst diesen ausrüsten. Vor allem, das macht immer am meisten Spaß. Neue Waffen finden, neue Waffen craften, Rüstung verbessern, irgendwelche Sachen lernen, ja, mit irgendwelchen Bögen durch die Gegend laufen, rumschleichen und was weiß ich alles. Also Gothic war wirklich, wirklich, wirklich schön. Und dann ging es natürlich auch noch weiter mit Gothic 2. Ich muss sagen, Gothic 1 war schon ziemlich geil und ich denke, die meisten feiern Gothic 1 mehr. Aber ich glaube, mich hat Gothic 2 noch ein bisschen mehr abgeholt. Ja, Gothic 2 war wunderschön, vor allem noch mit Die Nacht des Raben als Add-on. Das Game war so ein bisschen, ja, das hat mich an manchen Situationen wirklich gefesselt. Ne? Wo dann nachher die dunkle Zeit da kommt und die ganzen dunklen Magier da ankommen und das Schloss da belagert wird. Das waren wirklich krasse Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, ich werde gleich sterben. Ne? Und es hat natürlich auch einen sehr, sehr schönen Wiederspielwert gehabt. Das ist gerade für ein Game, was nicht online spielbar ist und war, einfach sehr, sehr wichtig. Ja, das heißt, du hast es durchgezockt und hast Fraktion X beigetreten. Und dann, sobald du Fraktion X drin warst, konntest du auch nicht mehr die anderen Fraktionen gehen. Und da hast du gedacht, okay, hey, dieses Mal spielen wir Fraktion Y und dann Z und dann B und A und D. Und das war einfach wirklich geil. Und es war jedes Mal einfach anders, weil die Storys alles mehr oder weniger noch... Du hast natürlich deine Main-Quest, die durchgeht, aber du hast halt hier und da überall noch Quests gehabt. Absolut geiles Game. Dann ging es natürlich irgendwann weiter mit Gothic 3. Gothic 3 war super krass verbuggt und war irgendwie unter Zeitdruck entstanden, glaube ich. Es war nicht so geil und beziehungsweise habe ich immer gehört. Ich habe es mir erst dann gekauft, als es irgendwann für 10 Euro da rumlag und ja, es schon extrem krass gebugfixt war. Und davon nicht war es eigentlich ziemlich cool zu spielen. Ja, hat eigentlich Spaß gemacht. Ich hatte da wirklich nichts dran auszusetzen. War aber auch nicht ultra krass. Ne? War einfach ein schönes Spiel. Dann ging es natürlich irgendwann weiter mit Gothic 4 in Anführungsstrichen Arcania hieß es, glaube ich. Grafik war insane. Spiel war auch okay, aber es war, ja, es war sehr eng zusammengepackt. Das heißt, das ganze Open-World-Ding war weg und das war natürlich sehr, sehr wichtig bei Gothic und auch die Skilltrees. Du hattest nicht mehr großer Feuerball, Feuersäule, flammende Feuersäule, fliegender Feuerdrachen der Feuersäule und der fliegende Drache der Feuersäule des Lava-Feuer. Ne? Das hattest du nicht mehr. Was du hattest, war Feuerball und Feuerball größer und Feuerball noch größer. Ne? Das war halt ein bisschen schade. Aber Gothic, meine Freunde, Gothic. Geht es weiter und zwar zu Platz Nummer 4, die Total War Series. Ja, ich bin sowieso damals irgendwann auf Total War, wie heißt es, Rome gestoßen. Ja, Rome war der erste Teil, den ich gespielt habe. Und ihr habt ja quasi aus meinem Anime-Video, beziehungsweise aus meinem Film-Video, was ich letztens rausgebracht habe, schon erfahren, dass ich so riesige Schlachten feiere und das ist halt einfach komplett. Ich will nicht 2-3 Soldaten da stehen haben, ich will 2000, 3000 Soldaten da stehen haben. Das ist einfach super geil. Und das Spiel hat mich einfach gefesselt. Ein schöner Belagerungsturm an die Mauer ran, die klettern da hoch und dann da durch und kämpfen und Bogenschützen so 20.000 oder halt 100 so, ne? Und ja, irgendwann hat es immer geleckt, weil mein PC die Feuerpfeile nicht mehr handeln konnte. Die haben das komplett zerstört. Und das war wirklich schön. Ja, danach ging es dann weiter mit Napoleon kam noch. Da fand ich nur die Wasserkämpfe cool. Dann kam Shogun. Shogun ist das Game gewesen, was ich von den Total War Spielen am meisten gezockt habe. Ich habe nur in Total War Shogun 2 240 Stunden rein investiert. 200 fucking 40 Stunden. Ja, Samurai waren übel geil. Die Animation der Kämpfe waren übel geil. Dann war auch noch Fall of the Samurai, fand ich sogar, glaube ich, noch einen Tacken geil. Das war das Add-on davon. Ja, mit den ganzen, ja, hier Musketenleuten. Das war super, super schön. Dann habe ich natürlich auch noch Warhammer gespielt, also Total War Warhammer und auch Total War Warhammer 2. Habe in jeden Teil so ungefähr 100 Stunden rein investiert, außer halt Shogun 2. Und muss sagen, ja, viele finden natürlich diese Fantasy Warhammer nicht, Fantasy Total War nicht so geil. Muss aber diese das Level-System, das ist einfach wirklich schön gelungen, ne, mit diesen Helden. Das macht Spaß, also ich finde auch Total War Warhammer 2 super cool. Ja, insgesamt habe ich da irgendwie 600 Stunden rein investiert. Ne, oder auch so 700 vielleicht, ne? Das ist schon so ein ganzer Monat, den ich nur Total War gezockt habe.
Dann gehen wir weiter und zwar kommen wir zu Silk Road Online. Mein erstes MMORPG, was ich gespielt habe. Damals war es immer so, man hat so ein bisschen geschaut. Okay, hey, ich habe richtig viele RPGs abgeschaut, ne, oder MMORPGs. Und man hat immer so geguckt, hey, man will richtig geile Skills haben, ne. Du guckst dir direkt eine Klasse an und was hat der so viele Skills. Und dann gibt es da so Spiele, da machen die so und da machen die so und da machen die so. Und in diesem Spiel machen die einfach ungefähr so. Und die Skills waren insta-ultra geil, das Gameplay war geil, die Welt war geil. Es war wirklich, es hat super viel Spaß gemacht. Das Problem an diesem Spiel ist, es war ein Sucht-Komplett-Sucht-Game, ja. Und zwar ist es nämlich so, wenn du richtig krass im Late-Game warst, du hast pro gekilltes Viech ungefähr 0,003% bekommen, ja. Tatsächlich. Und du hast für ein Viech so 2, 3, 4 Sekunden, je nachdem, was für eine Klasse du hattest, gebraucht. Das heißt, du hast da wirklich 2, 3, 4 Stunden gespielt und hast dann deine 2% bekommen, ja, XP. Bist dann einmal gestorben und hast 2% wieder verloren, ja, den ganzen Abend umsonst. War natürlich leicht mad, vor allem, dass einige Klassen, vor allem die Magier, geone-shottet wurden. Es war aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel. Es wurde halt nur wirklich irgendwann extrem nur noch von süchtigen Leuten spielbar. Beziehungsweise, das ist nämlich der Grund, dass das Spiel kaputt gegangen ist. Es wurden Bots richtig viel ins Game gebracht. Ja, das heißt, computergesteuerte Figuren, die selber farmen, selber leveln, und das hat das Spiel wirklich gerippt. Außerdem war es so krass, dieses Spiel, dass du dich nicht in dieses Spiel einloggen konntest. Es war so voll, jeder Server, dass du wirklich 1, 2, 3 Stunden manchmal gebraucht hast, bis du auf den Server warst. Das ist komplett GG, aber es war ein schönes Spiel, ne? Kann man definitiv nicht anders sagen. Es war schön. Kommen wir weiter, und zwar World of Warcraft. Ich denke, hier gibt es halt viele Leute, die sagen, hey, ist geil, und es gibt viele sagen, die, hey, ist scheiße, ne? Ich mag einfach das World of Warcraft im Universum, die Story. Ist einfach eine Story, eine große Story mit Gehirn, mit Spaß, mit Idee, mit nicht ganz so langweilig. Es ist natürlich auch ein, Grafik, dies und das, kann man darüber diskutieren, ne? Es ist halt so eine Comic-Grafik. Aber es ist ein richtig schönes Spieldesign, war sehr gut gebalanced. Insgesamt natürlich hier und da mal ein paar Ausreißer, aber du hattest viel Spaß, vor allem wenn du es mit 2, 3, 4 anderen Leuten gespielt hast. Du konntest schön zusammen da mit den Kumpels raiden gehen, du konntest zusammen PvP machen, Arena, was auch immer, ne? Gerade ich war auch super krasser Arena-Dude, ich habe die ganze Zeit immer in der Arena rumgemöbelt. Du hattest einen sehr, sehr hohen Spielwert, das heißt, du hast gesagt, okay, hey, ich spiele meinen Krieger auch, ich spiele meinen Magier auch, ich spiele meinen Priester auch, und was du alles hochgespielt hast. Ne? Und du hast dann auch noch hier andere Völker gehabt, also World of Warcraft, vor allem auch Raids. Ja, natürlich, das Game hat Zeit gefressen ohne Ende. Das ist nicht ohne Grund auf Platz 2. Aber es ist schon eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Ne? Vor allem die Burning Crusade-Zeit. Heißt es Burning Crusade? Ja, ich glaube schon. Die war, also 70er-Level. War eine tolle Zeit, erinnere ich mich gerne zurück. Natürlich ist es, wenn man jetzt mal da wieder hingeht, es war damals und es wird nie wieder so sein wie damals. Aber es ist trotzdem toll gewesen. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 1. Es ist sehr, sehr nah dran an Platz Nummer 2, muss man sagen. Und zwar Warcraft 3. Ja, habe ich natürlich davor gezockt. Warcraft 3 ist einfach, ich würde sagen, das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Natürlich muss man es insgesamt auf alles betrachten. Es gibt mittlerweile Spiele, die sind von der Grafik 100-mal besser und vielleicht auch ausgeklügelt, aber dafür, dass es damals, ja damals war schon so krass, ne? Es ist ein Spiel von 2000 irgendwas, ne? Also dafür war es wirklich, wirklich gut. Ich habe sehr viel das Spiel gesuchtet, muss man sagen, auch mit Kumpels viel gespielt, denn da, du hast es halt wirklich für alle was, ne? Die Triads, also ich war auch sehr, sehr viel Triad, habe sehr viel gerankt, ne? Im One-on-Ones gemacht, habe aber auch sehr viele Fun-Maps gemacht. Und das Gute an diesem Spiel ist, es hat sich halt weiterentwickelt. Die Fun-Maps, ja, konnte jeder mehr oder weniger entwickeln, der irgendwie Bock und ein bisschen Idee hat und ein bisschen Grips, wie das funktioniert. Und dann konnte man einfach immer, jeden Monat kamen neue Maps da einfach. Ne? Du hattest immer mal wieder was Cooles, was Neues, es ist nicht dasselbe geblieben. Fun-Maps waren super cool, du konntest auch immer schöne, auf LAN konntest du Warcraft, kannst du immer noch sehr, sehr schön Warcraft 3 spielen. Es ist einfach mein absolutes Kindheitsspiel. Ich habe super gerne immer Nachtelfen und Menschen gespielt. Na, natürlich Menschen direkt. Früher Burg bauen, beziehungsweise da eine zweite Goldmine holen. Ne, das ist komplett meins. Wisst ihr ja, ich bin so ein Ressourcendude. Und ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, einfach ein wunderschönes Game gewesen. Erinnere ich mich gerne dran zurück. Und ja, ich habe es auch mal im Let's Play gespielt. Ein Zusatzgame möchte ich noch reinpacken. Es ist jetzt kein Game, was ich ultra viel gespielt habe, weil es keinen hohen Wiederspielwert hat. Es ist aber eins meiner Lieblingsspiele. Und zwar ist das tatsächlich Final Fantasy 8. Ja, viele werden sagen, Final Fantasy 7 ist krasser und Final Fantasy 9 und 10 und was weiß ich. Aber Final Fantasy 8 ist mein Game, ist ein Spiel, was ich, ja, wirklich, es hat eine wunderschöne Story. Das hat für damals eine sehr, sehr schöne Grafik.
Der Charakter, also Squall, geht vielleicht einigen auf den Nerven, aber ich konnte mich gut in diese Person reinversetzen. Es ist auch immer wichtig, ob du so ein bisschen dich mit diesen Figuren identifizieren kannst. Das heißt, dass die nicht komplett emotionstot rüberkommen und du die einfach spielst und es einfach alles scheißegal ist. Oder ob da so eine gewisse Emotion, so ein bisschen, so ein gewisser Effekt in dem Spiel aufgebaut wird. Ne? Das ist einfach, finde ich, sehr, sehr wichtig. Das war... Ja, damals in meiner Kindheit habe ich das gespielt. Ich habe es dann ja irgendwann mal auf meinem Let's Play-Kanal, ja, meinem zweiten Kanal, nochmal draufgepackt und habe es dort nochmal durchgespielt. Allerdings habe ich da tatsächlich, ja, Final Fantasy 8 mit Gehirn. Ja, damals war ich einfach komplett dumm. Ich habe Ewigkeiten nur mit Autotext gearbeitet, beziehungsweise nicht mal diese GFs gekoppelt. Wusste ich nämlich einfach gar nicht. Und ich habe es dann so krass mit Gehirn gespielt, dass es einfach viel zu einfach war und ich einfach komplett alle Bosse super krass durchgerusht bin. Und da muss man halt leider wirklich sagen, ich war so krass bei diesem Game dann, dass es absolut keinen Wiederspielwert mehr für mich hätte, ne? Weil es war zu einfach, es geht nicht anders. Und das ist natürlich schade bei diesem Spiel, bei diesen Story-Games, aber trotzdem ist es ein wunderschönes Game. Ihr könnt mir ja mal absolut eure Lieblingsgames, beziehungsweise eure Games, wo ihr richtig viel Zeit rein investiert habt, rausböllern. Und ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was wir vielleicht nächste Woche mal angehen müssen. Ja, das müssen ja nicht immer Top-Listen sein. Falls ihr noch eine coole Idee habt, droppt die doch gerne mal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Auf Wiedersehen und tschüss.